Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor den Fernsehgeräten in ihren Wohnzimmern und WCs. Mein Name ist Oliver Bolzer und das ist mein überaus charmanter Kollege Hans Klaus. Servus Oliver! Juhu! Ja, die Burschen von der Gorsberg Story, lieber Hans, die haben uns heute an Bord geholt, um ihr neues Video zu moderieren. Und ich glaube, Hans, das wird ein sehr interessantes Projekt für uns beide, oder? Ja, lieber, die Burschen, die haben so richtig drauf, taugt mir voll aus. Und für so ein Palettengösser-Kracherl alkoholfrei, dann wir zwei Fashion-Burschen natürlich auch alles. Ja, das ist natürlich klar, aber ich glaube, der Fescheste von uns zwei, das bist eindeutig du. Juhu! Also, ich würde sagen, wir starten auch gleich mit unserem ersten Beitrag und da geht's um unseren Super-G-Sieger von der WM in Weil, Hannes Reichelt. Ich meine, diesen Lauf, den werden wir beide, glaube ich, nie vergessen. Oliver, der ist runtergeprescht wie eine angesenkte Sau, ein Wahnsinn. Da hat kein Millimeter mehr zwischen die Tore gepasst. Traum einfach. Ja, das war wirklich ein magischer Lauf und mit dir wurde der Abend noch viel magischer. Ja! Also, der Hannes, der ist auch schon wieder fleißig am Trainieren, auf der Streif in Kitzbühel und... Ja, Oliver, ich hab den Burschen heute ganz zufällig habe ich über den Lift getroffen. Der ist schon wieder richtig heiß und voll am Trainieren. Der wird sich, wirst du sagen, der wird nächstes Jahr wieder die Gams, die werden ja, sich Hans, zurückholen. Tut mir leid, wenn ich dich kurz unterbrechen muss, aber ich höre gerade, den Hannes hat es anscheinend bei der Streif in der Mausefalle ordentlich erwischt. Ich glaube, wir probieren mal, ob wir mal eine Live-Schaltung nach Kitzbühel aufbauen können. Und ich glaube, die Leitung steht. Wir sind gleich wieder da. Johannes, bist du nur ein Naturbauer, sondern auch ein Botschafterbauer? Ja, Miriam, das Rennen wärst heute wohl du gewinnen. Ja, schreckliche Bilder, die uns da aus Kitzbühel erreichen. Wahnsinn. Hoffentlich ist er bald wieder fit. Auf diesem Wege natürlich die besten Genesungswünsche an den Hannes. Was sagst du dazu, Hans? Oliver, ich sag dir noch was. Die Miriam ist eine Augenweide, das denke ich mir alle wieder. Wahnsinn. Ja, aber Hans, ich muss leider sagen, du bist noch um einiges fescher. Juhu! Hans, hörst du das auch am Ohr? Sepp, bist das du? Ja, ich glaube, das ist mein Kollege. Hallo, sehr, hallo. Tja, wenn hallo, man halt auch mal wieder zu Wort kommt, dann lass man halt. Schatz, Sepp, das ist dein. Du bist dran. Grüß dich Oliver, grüß dich Hans. Freut mich, dass man euch da in keine Sendezeit zur Verfügung steht. Liebe Zuschauer, ich möchte euch heute begrüßen. Mich freut es, dass ich auch wieder mal zu Wort komme da bei der Gorsberg-Story oder wie das heißt. Ja. Ja, werter Herr Kollege Forch, ich glaube, das reicht dann auch wieder. Ist immerhin immer noch unsere Sendung. Nun sind wir wieder an der Reihe. Oliver, ich sag, dass der. Ja, Hans, da kann man aber leider nichts machen. Bin ich jetzt noch da? Ah, hallo. Ach, ja. Hallo. Werte Zuschauer, Sie hören es, glaube ich, selbst. Wir haben gerade leichte technische Probleme und ich glaube, wir schalten jetzt kurz in die Werbung. Jetzt einmal starten. Stellen Sie sich vor, ein Rasierer, der wie für Sie gemacht ist, der die Feinheiten Ihres Gesichtes erkennen kann. Neu von Gillette, Sensor, das revolutionäre Rasiersystem. Gillette, für das Beste im Mann. Sensor, mit Klingen, die einzeln auf hochsensiblen Federn gelagert sind. Und der neue Gillette Sensor. Für das Beste im Mann. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer außen. Zurück hier zu unserer Sendung. Mein Name ist Oliver Bolzer und mein werter Kollege Hans Klaus. Bist du blöd, jetzt ist das Kracher schon wieder gar. Na Hans, was schluckst du auch immer so? Wahnsinn. Du, aber Oliver, ich darf sagen, wir gehen zusammen mit den Zuschauern ins Lagerhaus. Die haben einen super Kurs gelegt. Bickel hart, sag ich da. Jetzt da live während der Sendung. Da nehme ich die Kamera mit,
Da machen wir Kamerafahrten und holen wir neue Kracher. Na gut. Das machen wir. Jawohl, liebe Zuschauer, die Pisten, die ist picky hart, also die Verantwortlichen haben da eine super Arbeit geleistet. Ich bin schon richtig heiß drauf. Gehen wir so. Weg beim Start, unheimlich eisig. Ja, jetzt geht's dahin. Kompression, Linkskurven, hoch raus Richtung Bohrmaschinen. Ausfahrtschrauben, Linkskurven und da ziehen wir schon rein. Das wird eng. So, und jetzt gehen wir scharf rechts in Steilhang rein. Steilhang, da geht's dahin. Geschätzte 140 km/h. Ausfahrtsteilhang ins Flachstücke. Einfach gut gleiten lassen. In die Tierabteilung, scharf rechts. Und gleich links. Da sind noch Arbeiter auf der Strecke. Keinen Zentimeter herschenken. Ausfahrt Terrariumrevier. Rechts über den Zielsprung. Juhu! Boah, geschätzt die 20 Meter. Und da sind wir schon bei den Kracherl. Leider alle ausverkauft. Das muss der Armin gewesen sein. Assinger, du Hundling. Juhu! Das ist eine geile Fahrt, die sagt das. Wahnsinn! Aber der Assinger, der Hundling, werden wir wieder alle Gösserkracher weggeschnappt haben. Aber Hans, ich muss dir dafür sagen, niemand schaut so grazil aus, wenn er da auf der Piste ist wie du. Das hat mir wirklich gut gefallen. Juhu! Ja, Hans, du weißt ja, momentan ist in Falun, in Skandinavien, die nordische Ski-WM auch am Start. Und ich habe gehört, dass die Schanzen dort in einem besonders desolaten und komischen Zustand sein sollen. Und unser Kollege, der Andi Goldberger, den du natürlich auch sehr gut kennst, ist jetzt vor Ort und macht auch einen Kamerasprung für uns, um die Schanze genauer unter die Lupe zu nehmen. Schauen wir uns das an. Mach mal, Oliver. Ja, ja, danke, Oliver. Brrr, ist mir kalt da. Jetzt haben wir uns gleich in den Null auf. Die Spur, die ist heute ein bisschen langsam. Aber man sieht dort schon die Kameraleute von den Medien. Ah ja. Ja, der Anlauf, der ist auch sehr lang, aber jetzt kommen wir schon in die Nähe des Absprungs. Und jetzt haben wir uns alle. Oh, Unsicherheiten bei der Landung, aber das passt schon. So gefällt mir das so besser. Zuerst einmal, grüß Gott, liebe Zuschauer, grüß Gott, mein Hund. Mich freut es natürlich auch sehr, dass ich doch jetzt doch in der wunderbaren Sendung zu Wort komme. Hat ja eh lang gedauert. Und natürlich ficken. Große Ficks nochmal. Und drum, liebe Zuschauer, fährt Gott in Österreich, fährt Gott bei uns. So let the walls come.